Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Blutanalyse, 600 Euro, hilft das zum Abnehmen? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich hatte hier so eine Mappe in der Hand, als Beispiel sozusagen. Es gibt die Möglichkeit, Blutanalysen ja zu machen. Sag mal, ihr Lieben, wer von euch hat das gemacht? Wer von euch hat tatsächlich viel Geld ausgegeben und eine Blutanalyse machen lassen? Da kriegt man ja hinterher so eine Mappe sozusagen, wo Zettel drin sind. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wer das alles von euch schon ausprobiert hat. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte tatsächlich eine Patientin in letzter Zeit tatsächlich häufiger, wenn ich so zurückkehre, immer mal wieder, die mit einer Mappe kam und die Blutanalysen gemacht hat. Also da kann man zwischen 600.000 Euro bezahlen. Und die Fragestellung war, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Also wenn das Geld ausgegeben ist, ist es natürlich schon mal schwierig. Da kann ich ja auch nicht mehr so viel zu sagen, weil ist ja schon zu spät. Aber für alle, die das vorhaben, seid bitte vorsichtig, weil diese Analysen werden verkauft für das Thema Abnehmen, weil viele Leute ja einfach natürlich nach Lösungen suchen, was ich auch total verstehen kann. Diese gleichen Analysen, ihr glaubt es nicht, werden aber auch genommen bei unklaren Symptomen. Also wenn irgendjemand Bauchschmerzen, Durchfall, Blähbauch hat und macht so eine Blutanalyse. Und das Schlimme ist, auch bei Allergietests, es gibt ja diese Blutanalysentest oder Blutanalysendiät oder Ernährungsform, auch da werden die gleichen Sachen genommen. Wenn ich natürlich eine Allergie habe und das Ergebnis Nüsse habe oder Milcheiweiß oder auf die Eier, Hühnereiweiß reagiere, dann kann ich das immer noch ein bisschen verstehen. Dann sind diese Analysen vielleicht auch nicht ganz so schlecht, falls jemand die Erfahrung gemacht hat, dass er auch reagiert. Aber auch da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele Leute hinterher sagen, naja, aber mein Ei kann ich essen, da habe ich gar keine Probleme. Und mit Hühnerei hatte ich sowieso noch nie Thema, noch nie Beschwerden. Für die Gewichtsabnahme ist es so, dass diese Analysen genau das Gleiche sagen. Lass die Milch weg, lass die Nüsse weg, lass die Eier weg, lass das Weizen weg. Das sind alles, Entschuldigung, wenn ich das so sage, banale, klassische Empfehlungen, die für alle Sachen genutzt werden. Und die Milch, das Milcheiweiß kann tatsächlich Allergien auslösen, ist aber nicht so häufig, gibt es aber. Dann gibt es die Möglichkeit, dass jemand auf Nüsse reagiert. Nüsse an sich, kennt man die Erdnüsse zum Beispiel, sind häufig hochallergisch, aber nicht bei jedem Patienten. Also nicht jeder, der eine Allergie hat, muss das weglassen. Und es gibt für Nüsse keine Begründung, sie beim Abnehmen wegzulassen, weil sie in der Regel, wenn ich jetzt Walnüsse, Mandeln und so nehme, besonderes gesunde Fette habe. Oder auch bei Cholesterinwerten ist das auch sinnvoll, dass man, wenn man mag, Nüsse einbaut. Also für eine Gewichtsveränderung, gesunde Fette zu essen, ist also sinnvoll. Deswegen passt es in der Analyse überhaupt nicht, wenn man eine Empfehlung gibt, dass da keine Nüsse gegessen werden soll. Beim Weizen ist es so, das hat ja auch so einen Hype. Dinkel wäre besser. Dinkel ist auch eine Weizenstruktur. Also es gehört zum alten Urkorn, das Dinkel. Und man muss sagen, dass Weizen und Dinkel an der Stelle nicht irgendwie sich unterscheiden, vielleicht in dem Grad des Mahlgrades der Ballaststoffe, wenn das richtig ist, aber in der heutigen Industrialisierung. Ja, und das Weizen per se ist auch nicht schlecht, sondern die Menge ist entscheidend. Wenn ich natürlich ständig hellere Brötchen esse, egal aus was sie hergestellt werden, also helleres Mehl, dann geht schneller der Blutzucker hoch, schneller Insulin hinterher und dann habe ich eine Reaktion, weil ich, wenn ich eine erhöhte Insulinausschüttung habe, deshalb vielleicht reagiere. Übrigens, wenn die Patienten diese Blutanalysen machen und dann auch noch Zusatzerkrankungen haben, wird auf die Zusatzerkrankungen in der Regel gar nicht eingegangen. Das heißt, wenn ich eine Insulinresistenz habe, wenn ich erhöhte Fettwerte habe, dann fehlt die in diesen Berichten in der Regel häufig auch die Rückmeldung zu der Lebenssituation vom Patienten oder zu der Struktur, dass es überhaupt zum Kunden passt. Und diese Analysen sind schon gar nicht darauf abgestimmt, ob ihr das mögt oder vertragt oder ob ihr es überhaupt, ja, essen wollt. Was passiert? Die Leute machen die Analysen, zahlen viel Geld, 600.000 Euro, was auch immer, kriegen das Ding dann in Mappe in die Hand gedrückt und oder zugeschickt. Ne? Heute gibt es ja auch viele Sachen, die einfach online laufen und dann kriegt man sie zugeschickt. Und an der Stelle ist es so, dass dann man sich selber durchwursteln muss durch diesen ganzen Kram. Dann machen die Patienten das auch, aber nach einer gewissen Zeit, 3, 4 Tage, manchmal eine Woche, manchmal 14 Tage, ist es so, dass sie häufig wieder aufhören.
Natürlich kann das sein, dass es auch zum Abnehmen hilft, weil man ja über die eigene Ernährung nachdenkt. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ob ich nicht für 600 € vielleicht viele gesunde Lebensmittel kaufe und damit die Ernährungsveränderung auch hinkriege. Und wenn ich dann später wieder zunehme und einen Jojo-Effekt habe, weil ich vielleicht die Ernährung nicht so angepasst habe, wie sie zu mir passt. Ja, das dann irgendwie auch schade. Also seid vorsichtig bei diesen Blutanalysen. Ich persönlich kann da nur von abraten. Ich kenne das seit 20 Jahren und ja, so richtig gebracht hat es keinem. Das Einzige, was es bringt, Geld ist weg. Es tut mir echt leid für alle, die es gemacht haben, ihr Lieben. Ihr könnt ja mir gerne 600 € geben, wenn ihr gar nicht wisst, wohin damit. Also ich nehme das gerne, kann ja nochmal ein Spendenkonto einrichten. Und dann kann man das da machen und dann machen wir mal lieber ein Jahr lang Beratung dafür. Also ja, Leute, ne? Also jeden Tag natürlich nicht, aber ich glaube, gute Beratung ist sicherlich auch ihr Geld wert. Aber Leute, ja, aber überlegt es euch. Also jeder darf ja für sich entscheiden, was er macht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, wer das von euch kennt und was ihr darüber denkt. Ihr Lieben, denkt noch dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Und alle, die mich kennen, ganz liebe Grüße und danke für euren Support.